Glück auf, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zu den Wahlen 2020 im Dreiemland, hier auf Server unserer wunderbaren Welt. Es geht los, Freunde, die Wahlen starten mit der Bewerbungsphase jetzt. Und wir sind hier im Wahllokal. Und ihr habt es ja schon mitgekriegt, es gibt momentan so ein bisschen Probleme auf Server mit der ganzen Stabilität. Und deshalb hoffe ich, dass wir das jetzt hier einigermaßen durchkriegen. Deshalb wird es nur ein relativ kurzes Video, aber ich packe alles rein, was rein muss. Also ab jetzt könnt ihr euch für die Bürgermeisterwahl 2020 im Dreiemland aufstellen lassen. Ihr schreibt einfach unten in die Kommentare rein: hiermit bewerbe ich mich für die Wahl 2020. Ja. Oder, na, schreibt rein: hiermit bewerbe ich mich als Bürgermeister. Das reicht. Hiermit bewerbe ich mich als Bürgermeister. Diese paar Worte einfach unten in die Kommentare schreiben und dann habt ihr euch beworben. Und ihr habt ein bisschen Zeit. Ihr müsst das nicht sofort machen. Hier habe ich ja ein bisschen was aufgehängt. Bürgermeisterwahlen 2020 von Rossbach. Da steht es schon. Ich musste nämlich, dadurch, dass hier alles ein bisschen instabil momentan ist, wir arbeiten da gerade dran, also wir sind da gerade dabei, da irgendwas zu bewirken, musste ich das Ganze auf einen Ort beschränken. Diesmal also keine Orte zur Auswahl, sondern nur das kleine Örtchen Rossbach, was schon mal zur Wahl stand. Aber das ist hinten bei der, ich zeige euch das mal. Hier ist das Dreiemland, ne? Da ist Borgsprung, da ist Ecksee, da ist Falkenstein und hier irgendwo muss Rossbach sein. Wir gucken gleich nochmal von Rossbach, ist glaube ich einfacher. Ist jetzt hier gar nicht mit drauf. Ja, wir gehen gleich mal hin, dann gucken wir mal. Und dann schauen wir mal von da aus. Es ist also hinter Ecksee, glaube ich, noch, das Örtchen Rossbach. Okay, da steht es, Rossbach, Bewerbungszeit ist jetzt heute vom 1.5., vom 1. Mai also an, bis 11.5.2020, 0 Uhr. Also am 12., wenn ihr euch am 12.5. 0 Uhr und 1 bewerbt, seid ihr zu spät dran, aber jetzt passt es natürlich und bis 11.5.2020, 0 Uhr, passt es dann auch. Was sind die Voraussetzungen für euch, um euch zu bewerben? Ihr müsst eine Minecraft-Version für den PC haben, möglichst in der Version 1.14.4. Das ist also hier die aktuelle Minecraft-Version. Wenn ich hier, hier muss es irgendwo stehen, ne? Da oben steht es 1.14.4 für Minecraft, die Vanilla-Version für PC. Ihr solltet dieses Texturenpack euch dann irgendwie anschaffen, damit das ein bisschen leichter für euch ist, die einzelnen Texturen dann auch gestalterisch zu verwenden, denn wenn ihr ein anderes nimmt, kann das dann bei mir in der Vorstellung, die dann am warte mal, habe ich das schon aufgeschrieben? Abgabetermin für, ach nee, das ist was anderes, okay. Also, ihr dürft dann bis zum 12.5. Wahlaufgabe gibt es dann zum Download, also am 12.5. gibt es dann nochmal ein Video, da gibt es dann die Wahlaufgabe zum Download, das heißt die Karte, die Map, könnt euch ja mal die alten Wahlen angucken, da seht ihr, wie ich das immer gemacht habe, die könnt ihr dann downloaden, bearbeiten und müsst die dann zurückschicken bis zum 26.05.2020, was übrigens auch mein Geburtstag ist, das passt sich sehr gut, da ist ein Abgabetermin, das heißt, ihr habt nur 2 Wochen Zeit, die Map zu bearbeiten, aber es wird nicht so eine riesen gigantische Aufgabe sein und ihr könnt das auch im Kreativmodus da machen. Ich denke, das ist zu schaffen. Wenn man sich da mal 1-2 Tage Zeit nimmt, dann kann man da schon gut die Aufgabe bewältigen, wie auch immer. Oder ihr nehmt euch halt 2 Wochen Zeit, dann könnt ihr sie halt sehr, sehr gut bewältigen. Wenn ihr so viel Zeit habt, gibt es ja, dass manche so viel Zeit haben. Also, jetzt erstmal bewerben, das ist wichtig. Ich bewerbe mich als Bürgermeister. Fünf Worte, die ihr in den Chat schreibt und schon seid ihr dabei. Und jetzt werden wir gleich mal den großen Versuch starten, nach Rossbach zu reisen. Ich denke mal, das wird in die Hose gehen. Wir sind momentan noch alleine. Die Chancen sind also gar nicht so schlecht. Ach so, und wenn ihr euch dann beworben habt und ich lese das unter diesem Video. Also Bewerbungen zählen nur unter diesem Video. Deshalb heißt es auch Bewerbungsvideo. Habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Dann kommt ihr hier an die Tafel. Hier kommen nämlich alle Bewerber dran, ne? Und umso eher ihr euch bewerbt, desto weiter vorne seid ihr. Aber das ist hinterher nicht wichtig. Und dann gehört ihr zu den Leuten, die gewählt werden können. Falls ihr von der Wahl dann zurücktretet, das heißt, wenn ihr dann in 3 Tagen sagt, ach nee, ich möchte doch nicht, nehme ich euch wieder runter.
dann könnt ihr euch aber in diesem Jahr nicht wieder bewerben. Erst dann wieder im nächsten Jahr. Na, also da müsst ihr euch genau überlegen. Falls ihr eure Bewerbung zurücknehmt, kann das, ja, dann könnt ihr euch erst wieder im nächsten Jahr bewerben. Dann ist das endgültig. Das ist auch noch so eine Regel, die ganz wichtig ist. Zu den weiteren Sachen, also Minecraft für PC müsst ihr haben, ein Headset oder ein Mikro, also dass ihr euch auf Teamspeak mit uns unterhalten könnt, das ist ganz wichtig. Und ihr könnt auch von jetzt an, und da hättet ihr auch schon vorher gekonnt, natürlich auf den 3M-Land-Sprachrohr, also auf dem Sprachrohr Teamspeak-Server kommen. Der Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ihr müsst natürlich Zeit und Lust haben, an dem Ganzen teilzunehmen. Das heißt, überlegt euch vorher, ob ihr jetzt genug in diesen, zu diesen Terminen genug Zeit habt, euch zu bewerben. Habt ihr dann Zeit gehabt? Aber habt ihr auch Zeit vom 12. bis 26., um die Wahlaufgabe zu machen? Denn für die Wahlaufgabe gibt es Punkte. Und das ist natürlich dann auch wichtig, für die, damit ihr die Wahl gewinnen könnt. Ne? Das ist nämlich genauso wichtig wie eine Stimme. Also ihr könnt dann wahrscheinlich schon einige Punkte über die Wahlaufgaben erringen. Letztes Jahr waren das, glaube ich, so um die 5 Punkte, die man schon vorher machen konnte. Das ist wie, als wenn 5 Leute eine Stimme für euch abgegeben haben. Überlegt euch das gut, ob ihr da Zeit und Lust habt. Wenn ihr nämlich keine Wahlaufgaben macht, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass ihr gewählt werdet. Es waren letztes Mal immer die Gewinner, die auch sehr viel bei den Wahlaufgaben schon gemacht haben. Jetzt wird es gerade dunkel. Wir könnten aber trotzdem schon nach Rossbach gehen. Wir wollen ja keine Zeit verlieren. Ich gucke mal hier auf die Map. Wegpunkte. Und da werdet ihr gleich sehen, 2018 stand dieses Dorf nämlich schon mal zur Wahl als Dorf 2 und dahin teleportieren wir uns jetzt. Geht nicht, haha, weil ich das Chat nämlich ausgeschaltet habe. Ich Fuchs, jetzt schlafen wir doch erst. Wenn das Chat nämlich ausgeschaltet ist, können wir uns nicht teleportieren. Ganz wichtiger Fakt. So, jetzt aber. Aber jetzt zerbeißen wir's. Map, Wegpunkt, Rossbach, Daumen drücken, da sind wir. Wir sind da. Bürgermeisterwahlen, das müssen wir gleich mal ändern. Das müssen wir gleich mal ändern. Da kommt ein anderes Schild hin. Jetzt schreiben wir nämlich Bürgermeister Meisterwahl. Wahl. 2020 Rossbach. Ihr könnt das Dorf später noch umbenennen, falls ihr Bürgermeister werdet. Das ist nur erstmal sozusagen der Arbeitstitel. Ne? Das ist der Arbeitstitel und ihr seht schon, es ist eine Savannendorf, wie man hier ganz deutlich sehen kann. Ich renne hier mal ein bisschen rum. Oh, guckt euch das Pferd an. Hier mit der Locke. Es ist ein kleines Dorf und wir gucken mal, wo es liegt. Okay, jetzt müssen wir mal sehen. Irgendwo, ah, passt mal auf. Hier ist Rossbach. Ihr seht, ihr seid sozusagen auf so einer Halbinsel. Ein bisschen umgeben von Wüste. Na, es ist so ein Zipfel. Ich habe hier noch nicht viel erkundet. Da gibt es bestimmt einiges zu finden. Und es ist etwas östlich vom Dreielbenland. Hier ist die Wüstenrose Fernweh. Ah, genau, hier unten ist das. Genau, hier ist die Wüstenrose Fernweh. Da ist Rossbach und hier oben ist dann Bocksprung und hier ist Hunsgrab. Also es ist nicht so weit, ne? Ihr seht schon, und da ist Exee, genau. Ist also noch unterhalb von Exee. Hier ist Rossbach ein sehr schönes, freies Land. Ihr habt da viel Platz zum Bauen. Es ist natürlich schon erkundet worden so ein bisschen, aber noch nicht komplett. Ihr habt hier Gemüsebeete, natürlich, also erstmal Strohbeete. Ihr seht, das ist auch ein ganz alter Ort. Hier gibt es nämlich nur Kornbeete. Es gibt aber eine Kirche, die man allerdings nicht betreten kann. Aber es gibt eine Kirche. Sie ist nur nicht zugänglich. Es gibt einen kleinen Hügel. Da können wir gleich mal hochlatschen. Es gibt Else. Also die Dorfbewohner sind schon da. Und es gibt auch schon... Oh, Mohren gibt es auch schon. Oder wurden hier angepflanzt. Es gibt eine Erdterrasse, eine freischwebende. Ach ja, die alten NPC-Dörfer, ne? Es gibt einen Brunnen. Es gibt einen Brunnen. Es ist da ein Huhn drin, ne? Sieht nicht so aus, ne? Gibt's auch eine Schmiede, sag mal? Wir gucken hier mal ein bisschen durch. Ihr müsst ja sehen, für was ihr euch bewerbt. Ihr könnt ja nicht die Katze im Sack kaufen. Ah, hier kann man auf die Dächer drauf. Ist ein kleines Örtchen, aber wie ich euch kenne, wird das bestimmt bald größer werden. Dorfbewohner, wie schon gesagt, sind hier ein paar. Zwei habe ich jetzt schon mal gesehen. Ich glaube, mehr hatte Anni auch nicht, als sie begonnen hat.
Und wenn er heute mal nach Fernweh reist, wie viele Menschen da leben, das ist echt der Wahnsinn. Es gibt auch Höhlen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es hier so wenig Dorfbewohner gibt. Schätze ich mal. Weil hier gleich erstmal eine Höhle mit einem Pfeilschacht ist von ungefähr gefühlten 50 Schritt. Ja, es gibt einen kleinen Berg. Es gibt keine Schmiede, ne? Es gibt keine Schmiede. Also viel zu tun für jeden Bürgermeister. Aber es gibt hier auch in der Umgebung, da hinten ist auch noch ein Dorfbewohner. Da, die rote Lola ist auch da. Da sind auch noch zwei Dorfbewohner. Also für Verbreitung ist gesorgt. Und ihr bekommt dann auch Glocken. Und da ist die Zeitüberschreitung. Und das bedeutet, die Folge ist um. Daran werden wir arbeiten müssen. Und ich sage, Startschuss, es geht los. Bewerbt euch. Ich freue mich auf jede Bewerbung. Und in den Folgen, die jetzt wahrscheinlich wieder vielleicht öfter kommen, werde ich dann mal auf die Bewerbung eingehen. Also, ich wünsche allen viel Spaß und viel Glück bei der Wahl.